Wie ihr wisst, habe ich ja meine eigene Skybase und die habe ich sogar verkauft. Hier hatte ich mein eigenes Haus und sogar das YouTuber-Insel-Museum war auch auf der Skybase. Jetzt ist das Ganze aber verkauft und die neuen Besitzer haben alles umgebaut. Und heute werde ich mir das Ganze anschauen bei einer neuen Folge der YouTuber-Insel. In diesem Video wird es wieder richtig gefährlich, denn heute habe ich etwas sehr, sehr Krasses vor. Denn Leute, die mich schon sehr, sehr lange verfolgen, wissen ja, dass ich mal eine Skybase gebaut habe, hoch in den Wolken, habe sogar einen ganzen Song gemacht. Hier könnt ihr ihn kurz hören. Ich baue eine Skybase und schau von oben herab, was ihr da unten so macht. Von meiner Skybase. Über meine Skybase, ihr habt ihn gehört, den Song. Und heute werde ich zu dieser Skybase zurückkehren, denn ich habe die Skybase vor kurzer Zeit erst verkauft und bin gespannt, was die neuen Besitzer mit der Skybase so angestellt haben und was sie da draus gemacht haben. Das würde mich nämlich echt mal interessieren. Deswegen bleibt bis zum Ende des Videos dran, um nicht zu verpassen und um die ganze Skybase zu sehen. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg. Wir könnten Flauschi eigentlich mal mitnehmen, weil wir machen momentan echt viel zu wenig mit Flauschi. Und deswegen werden wir mal fragen oder schauen, ob sie da ist. Flauschi, hallo, bist du da? Flauschi, hallo. Hallo? Hey, ja? Was geht? Yeah. Hallo, Candy. Flauschi, yo, was geht? Hallo? Ich habe vor, ne, auf meine Skybase zu gehen. Die kennst du ja, glaube ich, oder? Ja, ich kenne deine Skybase. Aber die wurde ja komplett abgerissen und neu gebaut von den neuen Besitzern, an denen ich das verkauft habe. Und da will ich heute einfach mal vorbeischauen und gucken, wie das Ganze geworden ist. Darf ich mit? Eigentlich wollte ich dich auch fragen, aber ja, klar kannst du mit. Ah, sehr gut. Mich interessiert es nämlich auch richtig cool, ja, weil was da draus geworden du hast ist. Ja, lass mal zu Tuans Tempel oben fliegen, da habe ich direkt mal eine Frage, Leute, damit ihr nämlich eine Sache erstmal versteht, denn ich habe ja schon eine ganze Skybase gebaut, aber was man nicht vergessen darf, ist der Aufwand. Flauschi, erzähl mal, wie lange und wie aufwendig war das Ganze hier? Also wie lange hast du gebaut für diesen Tempel hier in der Luft? Also allein die Insel war circa 4 Stunden. Boah, was? Ja, aber das sind ja nochmal ein bisschen aufwendigere Inseln, als du gebaut hattest. Du hast ja nicht so die Zeit gehabt, weil du hast ja mehrere gebaut. Das ich habe halt nur eine große gebaut. Und der Tempel hat auch nochmal so 1 Stunde, 1,5 gedauert. Ja gut, der Tempel ist was anderes. Aber alleine die Insel, Leute, hat schon sehr, sehr lange gedauert. Und ich habe für meine Skybase, ich glaube, 2 Wochen jeden Tag gearbeitet und gebaut und Videos gemacht. Die sind auch alle noch online natürlich, die Videos. Wenn ihr die abchecken wollt, ich habe auch eine YouTuber-Insel-Playlist. Da könnt ihr von Folge 1 bis jetzt alles einmal anschauen. Ich würde aber sagen, Flauschi, lass uns mal dahin fliegen. Vielleicht ist der neue Besitzer Evive HD auch noch da. Ja, können wir mal vorbeischauen. Gut, lass uns mal los. Let's go. Wir können durchs Nether gehen. Eigentlich, weil wir Nether Highway da haben. Das geht schneller. Leute, wir gehen schnell zur Insel rüber. So, und zwar geht das Ganze hier lang, genau. Wir haben nämlich einen kompletten Nether Highway gemacht, damit man sehr, sehr schnell hier reisen kann. Und man kann so, wenn man zum Beispiel fliegt, oh Gott, das hätte ich vielleicht lassen sollen, man kann hier gerade nicht mehr fliegen. Aber wenn man sich beeilt, ist man so in 30 Sekunden bei der Skybase angekommen. Und das schafft man so nicht. Ja, wenn man normalerweise fliegt, ist man locker 5 Minuten Flugweg unterwegs oder noch länger. Vorsicht, hier sind noch so ein paar, aua, Magma-Blöcke. Okay, wir sind da. Ich baue jetzt hier nochmal schnell zu. Und jetzt geht's rauf auf die Skybase, Leute. Ich bin sehr gespannt, wie wird es aussehen? Also, Flauschi, oha, wir sind angekommen hier. Da ist jemand uns hinterhergelaufen. Hey, geh zurück, Junge. Warte, wir werden hier einmal... Ah, die Skybase retten. So, also, Flauschi, wir sind jetzt hier angekommen bei den Himmelskriegern. Und schau dir das mal an. Sieht richtig, richtig gut aus. Hier ist ja alles umgebaut. Nichts sieht mehr so aus wie vorher. Das ist also sehr, sehr krass. Und ich würde sagen, Leute, wir werden uns jetzt hier mal Ort für Ort anschauen und gucken, wie es verändert wurde. Denn auf dem ersten Blick wurden einfach nur alle Blöcke getauscht. Quasi alles, was bei mir aus Holz war. Aber guck mal, wie viel Quarz sie benutzt haben. Ja, ist jetzt aus Quarz. Und das Highlight der, ich sag mal, Roomtour ist das Schwert hier am Ende. Da gehen wir natürlich auch noch hin. Wir fangen aber hier erst mit dem Portal an. Und zwar seht ihr es hier, ein Riesenportal mit Flügeln an der Seite. Sieht auch sehr, sehr krass aus, muss ich sagen. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen mal weiter. So, und zwar geht es hier noch... Hier sind so kleine Inseln. Man könnte hier ganz easy auf diesen Inseln sogar kleine Häuser aufbauen. Das wäre möglich. Hier vorne ist der Verzauberungstisch, den hatten wir auch schon. Was ist denn hier passiert? Flauschi? Hier hat ja jemand alles gesprengt. Hä? Hallo? Ja. Amir! Der Alpha-Clan war das. Als ob! Oh, Mann, ey. Was? Hier ist ja alles gesprengt schon. Du hast das doch erst aufgebaut. Ja, ich baue jetzt hier wieder alles erstmal ab. Reißt du das Haus ab jetzt? Ja, erstmal, ich baue es Wir können dir helfen beim Abreißen.
Ach, müsst ihr nicht. Ja, aber wir können dir ruhig helfen. Wir reißen das alles mit dir ab, wenn du willst. Ja, bam, 1, 2, 3, so, guck mal. Das geht doch richtig schnell, Amir. Lass den Kopf nicht hängen. Der Alpha-Clan hat uns alle schon mal angegriffen. Dafür werden sie büßen. So war mein Name Amir ist und ich ein Himmelskrieger bin. Boah, was? Die Himmelskrieger machen den Alpha-Clan Platz. Hört sich ernst an. Na klar. So, okay, Flauschig, ich würde sagen, wir machen die Roomtour weiter. Wir schauen uns hier gerade mal um, wie es hier umgebaut ist. Nämlich, Leute, gibt es ja noch den Dorfplatz genau in der Mitte meiner Skybase. Leute, die meinen Kanal schon länger verfolgen, wissen das. Und zwar, wie sieht das von unten aus? Alter, die haben das richtig krass gemacht. Aber hier, der Brunnen in der Mitte, der schwebt so. Deswegen haben die ihn wahrscheinlich gelassen. Den habe ich so gebaut. Wobei ich eigentlich sagen würde, den müsste man aus Quarz bauen. Dann wird er nochmal viel krasser aussehen. Das stimmt. Und vielleicht Goldblöcke so ein bisschen. Goldblöcke, Quarz, dann sieht er nochmal ein bisschen krasser aus. Aber an für sich cool, dass sie ihn gelassen haben. Jetzt kommen wir aber zu den großen Änderungen. Denn ihr wisst wahrscheinlich, dass mein Hausmeisterhäuschen hier genau vor mir eigentlich war. Und das ist komplett weggerissen, Leute. Das ganze Haus ist weg. Alles ist weg, du Leute. Nicht mein. Doch, Flauschi, das ist richtig schlimm, ey. Und ich hatte ja noch ein eigenes Haus, nämlich hier drüben. Ja. Das war hier rechts lang. Man konnte hier zum Hausmeisterhäuschen gehen und dann hier zack, hier rüber zu meinem Häuschen, was ich mir selber gebaut habe. Das ist alles weg. Flauschi, was sagst du dazu? Alles ist weg. Ja, ist traurig, dass alles weg ist, aber hier entsteht was Neues und schließlich hast du es ja freiwillig verkauft. Naja, gut. Wir kommen aber jetzt zu einer sehr, sehr schönen Sache und zwar dem Highlight der Insel aktuell. Das haben Flauschi und ich zusammengebaut, nämlich hier ein Riesenschwert als Nether-Portal für die Himmelskrieger. Ich sag dir ehrlich, das ist somit das Schönste, was hier so auf der ganzen YouTuber-Insel existiert und war auch sehr, sehr, sehr aufwendig, Leute. Mehrere Stunden haben wir dafür verbracht und wir gehen mal rein, wir schauen mal, wo man hier rauskommt. Oh, ich hab Angst. Das habe ich nämlich selber noch gar nicht geschaut und, Hä? Wir sind beim Nether Highway. Und, hä, wenn wir jetzt wieder zurückgehen? Hä, wie kann das denn sein? Wir sind beim Portal angekommen. Wir können uns teleportieren. Alter, wie krass ist das denn? Wir sind hier wieder beim Nether Portal. Ich bin hallo? Hey! Hallo, Herr Wolf, hallo, guten Herr Hadi. Morgen, Herr Wolf. Und zwar, ich würde mich hier gerne umschauen, wenn es okay ist. Junge, was ist los? Warum redet ihr so komisch? So, ja, wir würden uns hier gerne umschauen ein bisschen. Ich will nur wissen, okay, was aus meiner Skybase geworden ist. Ja, schau dich mal verloren um. Habe. Guck dich mal um, Junge. Hast du doch verkauft, freiwillig. Erstmal hast du die verkauft und zweitens, hier ist nicht mal ein Block noch übrig von dem, was du gebaut hast. Ich schaue jetzt hier mal. Oh mein Gott, was? Ich sehe da einen. Bro, das ist alles neu. Aber warte mal, das ist ja genau wie vorher, aber die Blöcke ausgetauscht. Auch nicht. Guck mal, der Pool rechts, dein Schmalspurpool. Guck mal, was wir gebaut haben. Ja, wow, ein bisschen größer, aber es ist ja alles gleich geblieben. Aber dein Brunnen ist noch in der Mitte, Candy. Ja, genau, mein Brunnen ist auch noch da. Stimmt, der Brunnen ist noch da. Aber der war ja auch cool, der schwebt ja auch, das passt eigentlich. Und Leute, das Schwert da hinten. Alter, wie sieht das denn aus? Wie habt ihr den Eisengolem hier hochbekommen? Wir haben hier ganz viele, oben haben wir noch mehr. Das sind die passen auf die Stadt auf. Was? Die kann man sowieso ein Withers. Wie krass. Genau, die kannst du einfach machen mit Eisen. Okay, okay. Ja. Aber schaut euch mal das Schwert an. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Das hat die Candy Check Bau GmbH und Flausch und Timmy sind auch mit dabei. Und Banks schaut zu, gebaut. Sieht sehr, sehr gut aus. Da oben steht ein Block. Also da wirklich. Was ist da passiert? Was denn? Beim Hebel oben, beim Henkel, da fehlt ein Block. Keine Ahnung, beheben wir nochmal. Vive, sag doch mal, was ist Moment das Moment mal, oben? Ist da Garantie drauf? Ja, na klar ist da Garantie drauf. Dann mal los. Oh Mann, ja gut, Leute, ich muss hier ganz kurz arbeiten. Ich weiß nicht mal mehr, was für ein Block dahinter ist. Könnt ihr das Ding wieder abbauen, Junge? Nein, nein, entweder wir machen richtig das. Richtig oder gar nicht. Wir machen das. Hier eine Treppe, bam, so. Also, ach, der Block hier, Leute. Hä, da fehlt ja echt was. Wer hat das denn hier gebaut? So? Nee. So. So, jetzt ist das Ganze hier wieder heil. Machen wir so, das fällt nicht auf mit so einem Dreckblock. Das fällt gar nicht auf. So, Leute, fertig gebaut. Ich hab Falltür, Mathe. Ja, sehr gut. So, perfekt. Sehr gut, sieht sehr, sehr gut aus. Also, guck mal ganz kurz. Ja? Was sagst du zu der Insel da oben? Ja, ich wollte gerade sagen, was ist das? Da kommen mehrere jetzt noch um uns rum. Wir sind dann quasi so zwei Ebenen und da kommen Häuser von uns drauf. Ah, sehr, sehr cool. Ich bin eigentlich hier, um ein wenig die Candy Check Bau GmbH nochmal vorzustellen. Und vielleicht hast du noch einen Auftrag, denn hier das Schwert
Besser geht's nicht. Mhm. Schau dir das an. Das ist richtige Präzision, wie man sie nur machen kann. Und auch die Flügel beim Portal hinten. Ha. Ich hab die verlängert rechts, die Striche. Jetzt sieht's geil aus. Das rechte sieht richtig gut aus. Bevor wir jetzt weitermachen, machen wir jetzt mal die Flügel rechts so wie links oder links so wie rechts. Wir machen das mal richtig einmal, würde ich sagen. Ja, lass mal schnell machen. Dann sind die fertig. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns, wenn's fertig ist. Bis gleich. Und so sieht das Ganze jetzt fertig aus. Sieht deutlich besser und ein bisschen dezenter aus. Was sagst du dazu? Jürgen. Besser, das oder? Das sieht geil aus. Ja. Ja, und wir sind jetzt hier von der Candy Check Bau GmbH und würden gerne was bauen. Achso, ja. Würden gerne was bauen für euch. Bauen, okay. Ja. Ja, gerne. Also, wir haben noch viele Aufträge. Ja. Ich muss mich nicht RHD nennen. Ja, RHD, was für Aufträge haben Sie gerade frei? Also, was wir zum Beispiel als Auftrag hätten. Ja. Schaut mal hier vorne. Ja, sehe ich. Wir haben ja schon ein bisschen was vorbereitet. Da wird, also erstmal da oben auf der Insel kommt mein Haus. Muss ich jetzt schon mal vorwarnen, wir sind sehr wählerisch. Okay. Na ja, was könnte man da hinbauen? Also da wollen wir ein Schloss bauen. Ja, machen wir, sehr gut, machen wir. Ich würde sagen, wir könnten auch fast schon direkt anfangen, Leute, oder? Ja, ich fände es geil, also. Gut, da können die auch den einen oder anderen die extra springen lassen, sage ich ehrlich. Was ist das denn? Für eine schnelle Lieferung, da bezahlen die auch gerne mehr. 6 Dias habe ich bekommen. Ja, sie rennt direkt los mit. Let's go. Okay. Ja, wartet mal, wir haben noch mehr. Ja, das reicht. Kurz. Wir bauen erstmal ein Schloss. Was ist denn jetzt los? Flauschi, was soll das? Hä? Fertig. Flauschi. Sicher, dass sie bei dir arbeitet? Nee, die ist gefeuert. Ey, Flauschi, was soll das denn jetzt? Keine Show, Flauschi. Nee. Mann, ey. Ja, gut, auf jeden Fall, Herr AD, vielen Dank. Das soll es eigentlich gewesen sein. Wir fangen an, wir haben noch mehr Aufträge. Ja, ja, alles gut. Wir fangen schon mal mit dem Schloss an. Aber danke, ja. Ja, also wollen wir vielleicht alles besprechen, weil dann können wir alles. Ja, alles gut. Also mit dem Schloss fangen wir dann an, ja. Also vielen Dank, ja. Danke dann. Warte gut, Flauschi. Also das Schloss, wird das jetzt ein Prank oder sowas? Oder macht ihr meint ihr ernst? Wir brauchen wirklich ein Schloss. Ja, wir bauen ein Schloss! Junge, schrei nicht so! Ja, wir bauen ein Schloss! Wir bauen es! Okay. Gut. Dann. Hier ist eine Schlosskiste. Bam! Guck mal, Flausch, ja, haben wir schon vorbereitet. Wenn ihr was zu trinken oder essen möchtet, dann. Ah. Ich hätte gern Wasser. Ja, dann. Da unten ist ein Meer. Ah, stimmt. Sehr gut. Blub. Jo, sie geht wirklich da rein. Ja, gut, der Herr AD. Dann vielen Dank. Ich mach den Kopf. Ja, danke schön. Okay, Herr Candycheck GmbH. Danke, ciao. Leute, wenn ihr nämlich sehen wollt, wie wir hier ein Schloss bauen für die Himmelskrieger und vielleicht, Leute, mit einem Augenzwinkern werde ich vielleicht noch einen Song für die Jungs machen. Bevor wir jetzt aber das Schloss bauen für die Himmelskrieger, habe ich noch eine Idee. Und zwar, Flauschi, lass uns schnell nochmal zur Krümelküste zurückfliegen. Ja, okay. Und dann werden wir Amir, weil sein Haus ja leider gesprengt wurde, werden wir Amir noch schnell ein Geschenk machen, damit er sich ein neues Haus bauen kann. Ja, voll die gute Idee. Okay, let's go. Ab geht's, Leute. Wir fliegen ganz schnell zur Krümelküste zurück. Warte mal, hier ist noch ein Einbrecher. Ey! Raus hier! Runter von der Krümelküste! Oh mein Gott, das tat richtig weh. Okay, wir fliegen jetzt schnell zurück zur Krümelküste und werden Amir noch ein Geschenk machen. Leute, bleibt dran, seid gespannt, denn was wir ihm schenken werden, wird richtig krass. Denn ihr habt ja gesehen, was der Alpha-Clan mit dem Haus von Amir angestellt hat. Und deswegen werden wir auf jeden Fall Amir ein Geschenk machen. Oh mein Gott, Leute, es hängt hier gerade richtig okay. Deswegen werden wir Amir ein Geschenk machen, damit er wieder glücklich ist und sein Haus neu aufbauen kann. Und wir werden ihm so ein wenig Trost spenden. Und zwar werde ich jetzt einmal eine Kiste zusammenstellen mit Sachen für Amir. Und zwar habe ich jetzt hier sehr, sehr krasse Sachen für Amir rausgesucht. Unter anderem hier schon das Highlight direkt am Anfang. Was haben wir hier? Okay. Und zwar ist das ein Gutschein vom IDEA, vom Möbelladen hier in Paulberger Hills. Und hier steht, dieser Gutschein ist in Höhe von 20 Dias beim IDEA in Paulberger Hills. Und da haben wir ihm sogar 3 Stück von geschenkt. Das heißt, er kann in Höhe von 60 Dias sich hier nehmen, was er will. Des Weiteren haben wir hier noch fast 1,5 Stacks Goldblöcke. Die kann er auch verwenden. Dann haben wir noch ein Wasser, falls er Durst hat, und orangenes Glas, weil die Farbe von Amir, wenn man ihn kennt, auch orange ist. Ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt mal die Kiste und fliegen zurück zu ihm. Weil vielleicht ist er noch am Abbauen. Ich habe Amir gerade geschrieben, ob er nämlich bei seinem Haus ist, und er hat sehr traurig geantwortet und hat gesagt, bin da, Punkt, Punkt, Punkt. Also er ist sehr traurig, am Boden zerstört, und ich hoffe, dass ihm meine Geschenke wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden. Da bin ich auch sehr sicher. Und wir sind auch schon fast da. Hier ist ein Iron Golem, sehr wichtig. Der rettet uns hier auch gerade. Und jetzt, bam, rauf auf die Himmelskriegerburg.
Und wir werden Amir seine Geschenke geben. Da sind wir auch schon, Leute. Ey, hier ist schon wieder so einer. Die kommen ja immer wieder. Verschwindet oder seid ihr vom Alpha-Clan? Ja, wahrscheinlich ist der Alpha-Clan. Okay, Amir ist da vorne. Der baut noch sein Haus ab. So. Amir. Andy. Hey, Amir. Oh Gott, oh hey. Gott. Ich habe mitbekommen, dein Haus wurde ja gesprengt. Du bist doch ein bisschen am Boden, habe ich das Gefühl. Verständlich. Ja. Aber... Was machst du denn mit dem Glas hier noch? Mach auch noch alles ab. Okay, Amir, ich habe was für dich, was dir wieder eine gute Laune bereiten könnte. Was denn? Wenn das machbar ist. Und zwar habe ich dir ein paar Geschenke mitgebracht, die dir helfen, dein Haus wieder aufzubauen. Mhm. Und zwar, Amir, habe ich dabei... Schau mal hier, lies das mal, was ich dir gegeben habe. Hm. Ja. Und zwar sind das... Dieser Gutschein ist bei Höhe von 20, hier ist bei der... Ja, oh, das ist nett. Drei ist nett. Gutscheine in Höhe von 20 Oha. Dias jeweils beim IDEA in Paulberger Hills. Dann kannst du dein das neues Haus wieder komplett krass einrichten. Ich danke dir. Ja, dann habe ich noch Goldblöcke, die habe ich aber von der Vive gerade bekommen. Die gibt es wieder zurück. Und orangenes Glas, weil orange ja deine Farbe ist. Das ist nett. Das werde ich ja benutzen für mein neues Haus. Ja, sehr gut. Vielleicht hilft es dir. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Reichste. Deswegen kam es von warte. Herzen. Was? Hast du das gelesen? Timmy geht zu Paulberger Hills Haus. Den schnapp ich mir jetzt. Hä? Alter, ich werde dir helfen, Amir. Ich helfe dir. Alles gut, alles gut. Nein, du bist nicht... Nein, ich will dich ja, in Gefahr okay, du bringen. Hast recht. Ich habe nicht mal eine Rüstung. Amir, ja. Du musst die Himmelskrieger verteidigen und retten und die Ehre wiederherstellen. Mach ihn platt, Amir. Schnapp ihn dir. Leute, was? Flauschi ist wieder richtig Was ist gerade passiert? Amir wird jetzt die Himmelskrieger verteidigen. Bevor das Video jetzt allerdings aber vorbei ist, Leute, werden wir noch einmal zurück zu Paulberger Hills gehen und einen letzten Auftrag annehmen. Denn hier befinden sich ja immer unsere Aufträge, die wir so reinbekommen und dann abarbeiten müssen. Und zwar haben wir hier jetzt, oh, vier Stück gerade, okay? Wir nehmen einfach den ersten, warum immer den ersten nehmen, weil der wurde ja auch als erstes reingeworfen. Quasi musste der schon am längsten warten. Wir schauen mal. Und zwar steht hier, repariere Alphasteins Haus oder du wirst angegriffen. Was, Leute? Oh, oh, ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall machen. Denn Alphasteins Haus ist das Haus hier vorne nämlich. Das hat iCrimex mal für ihn gebaut. Und ich würde sagen, wir werden es auf jeden Fall mal reparieren. Ich verstehe unter reparieren. Das ist doch gar nicht kaputt. Ist doch alles super. Hä? Leute, das ist doch komplett heil. Da ist doch nichts kaputt. Ich sehe es doch von außen. Achso, nee, warte mal. Der Innenraum, da war ich doch mit iCrimex mal gewesen. Haus von Alphaschein designed by iCra... Oh Gott, ja, okay. Das sehe ich schon. Ist aber kein Problem, das ist eine Sache von 2 Minuten. Ich hole mal eben hier ein bisschen Birkenholz, ein paar Möbel und dann steht das Ding gleich wieder komplett, wie es sich gehört. So, ich habe jetzt alles da und das sollte ausreichen, um das Haus von Alphaschein zu reparieren und um den Auftrag zu beenden. Das heißt, wir fangen jetzt hier an, machen hier ein bisschen Birkenholz einfach hin, machen erstmal den Boden hier heil, Leute. So, das geht ja auch relativ schnell. Und jetzt können wir sogar sehen, ob er versteckte Räume hier hat und hatte er nicht. Da wurde nämlich viel spekuliert damals, als das Haus noch stand, ob er versteckte Räume hier besitzt. Aber ich kann es bestätigen, hat er aktuell nicht. So, jetzt habe ich noch mitgebracht Eichenholz. Das können wir hier auch mit rein platzieren. Bam. Dann hier die Treppe war ja auch aus Eichenholz gewesen. Bisschen schmal, wenn ihr mich fragt. Aber gut, iCrimex hat es gebaut. Bis auf den Boden ist hier auch echt kaum was kaputt gegangen. Da hat Alphaschein richtig Glück gehabt eigentlich. So, wir bauen jetzt hier aber mal den Rest fertig. Und dann haben wir es gleich geschafft. Und der Auftrag von Alphaschein anscheinend ist fertig und beendet. Ich glaube tatsächlich, dass es in der Mitte eher offen sein sollte. Sieht ein bisschen schöner aus. So, ja, okay, das sieht schon mal besser aus, muss ich sagen. Jetzt könnten wir hier, ich glaube nämlich damals war es nämlich so gewesen, dass hier nämlich zu war. Ja, ich erinnere mich, es war auf jeden Fall zu gewesen. So, ja, man kommt hier rein, dann ist es hier so geschlossen. Sehr gut, das war richtig so. Und dann würde ich sagen, noch einen Tisch könnten wir mal bei IDEA besorgen und die Küche noch 1, 2 Teile mehr. Und dann haben wir es wirklich geschafft und Alphasteins Haus komplett repariert. Ich würde sagen, wir gehen hier mal rein, direkt zum IDEA. Leute, wir machen das jetzt ganz schnell. Die Candycheck Bau GmbH ist dafür bekannt, dass wir schnell sind. Wir sind nämlich die Schnellsten, wenn es darum geht, Häuser zu reparieren und aufzubauen. Deswegen hier einmal einen Tisch gucken. Hier, da. Nehmen wir mal 2 mit. Sicher ist sicher. Und was hat mir gesagt? Noch was für die Küche nämlich. Ah, ich glaube, das ist aus einer alten Kollektion. Ich werde die Küche für Alphastein einfach in Pink jetzt machen. Da wird er sich sicherlich freuen. So, bezahlen muss ich mir merken. Mache ich gleich noch. Wir fliegen aber jetzt direkt los, weil ich keine Zeit habe, Leute. Ab zu Alphastein. Und der wird jetzt eine pinke Küche bekommen, weil ich glaube, gehört zu haben, dass das seine Lieblingsfarbe ist.
Deswegen hier einmal zack, zack, zack. Spüle. Dann so und so. Sehr gut aus, muss ich sagen. Und die Tische noch, die wir hatten, die kommen hier auch einmal hin. Ja, das passt schon irgendwie, Leute. Ich denke mal, wir lassen es so, obwohl... Ja, wir lassen es so. So, sieht sehr gut aus, passt eigentlich. Wir haben alles verbaut, den ganzen Rest bringe ich zurück zu Idea. Ich würde aber sagen, Leute, wir haben den Auftrag erledigt. Hier ist nämlich der Auftrag von Alphastein gewesen. Repariere Alphasteins Haus. Und ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video schon wieder. Lasst ein Like und ein Abo da. Ciao mit Au.